Moin, moin, Leute. So, heute gibt es ein kleines Update und zwar für April. Da sind wir auch schon gleich drinnen. Vorab eine kleine Änderung. Und zwar habe ich beschlossen, jetzt nach circa, ich meine, das sind jetzt 6 oder 7 Monate her, wo wir den ETF angefangen haben zu besparen. So, und zwar, wie ihr hier sehen könnt, ich zeige euch das mal, habe ich auf meinem Blog schon verfasst das Ganze. Und zwar, ich ändere mein ETF-Portfolio. So, jetzt gehen wir mal erstmal kommen direkt rein. So, das schauen wir mal erstmal, wie sich das Ganze entwickelt hat. So, jetzt kommen wir ein bisschen runter. So, und da sehen wir auch den Kaufwert, aktuellen Depotbestand. Wir sind jetzt gerade 1,5% im Plus, was natürlich aber jetzt nach halbem Jahr jetzt nicht so wichtig ist, wie ihr auch in jedem Video gesagt. Ja, wie sieht's aus? Wie man sehen kann, zeige ich euch mal nochmal. Wir haben jetzt 3 von den Pazifik drinne, 14 Stück von den Emerging Markets, 18, knapp 9, also fast 19 von den MSCI World, und dann haben wir noch 7 von Nasdaq, 9 Europa, also den Stoxx 600, dann noch 10 von TecDAX. So, das sind jetzt, wie gesagt, nach 6 oder 7 Monaten der aktuelle Stand. Ist in Ordnung, also ich spare da fleißig jeden Monat die Euros. So, und jetzt habe ich mir einfach überlegt, das Ganze ein bisschen abzuändern. Und zwar nehme ich jetzt beim ETF-Portfolio, mache ich Folgendes, das zeige ich euch einmal hier. Das ist der Messer vom letzten Jahr, vom letzten Monat. Und zwar jetzt hier die Änderung. So, dann kann man hier nochmal sehen, das war mein Portfolio. Ich markiere das mal eben kurz. So, wie man sehen kann, 25% Emerging Markets, 25% Welt, zum größten Teil natürlich die USA. So, dann sehen wir auch noch 10% Nasdaq, das gehört auch noch natürlich zu den USA, 25% Europa und dann nochmal Deutschland, die Technologiewerte. Das waren die Tech DAX. So. Also, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch gerne mal den Beitrag mal durchlesen, warum ich das gemacht habe. Und es sind noch ein paar Grafiken mit dabei. Die könnt ihr euch auch anschauen. So, ich schaue mal das Ganze mal runter. Und zwar seht ihr jetzt schon hier, wie der aufgebaut war. Also, zusammengefasst kann man sagen, dass die USA inklusive dem Nasdaq bei 25% lag. Europa mit den deutschen Technologiewerten lag bei 35%. Pazifik mit 13, Emerging Markets bei 25. So, und dann noch ein paar andere Länder bei 2%. So, das war vorher. Also das, was ich bis jetzt die 6 Monate oder 7 Monate jetzt gespart habe. Nun habe ich mir überlegt, ich nehme einfach mal den All World, und zwar von Vanguard. Wo habe ich den mal notiert? Dann kann ich ihn einmal eben markieren. Also hier haben wir die WKI-Nummer, falls mal einer mal nachschauen möchte, was das für einer ist. So, und zwar beinhaltet dieser ETF, der auf die ganze Welt, also die ganze Welt ist, so Folgendes. Der hat Industrie- und Schwellenländer sind da enthalten, von der ganzen Welt. Es sind zurzeit um die 3000 Werte. So, und dann kommen wir auch zu den Werten, die enthalten sind. Also hier habe ich mal ein Diagramm mal. Hier sieht man auch schön, dass also Pazifik ist mit 14%, Emerging Markets so mit 10%, Europa mit 20% und natürlich die USA hier mit knapp 54%. So. Das ändert sich natürlich enorm. Also wenn ich vorher natürlich 25% USA hatte, also in den MSCI World, jetzt
knapp über 50%, das sind ja schon das Doppelte. Also ich gewichte natürlich die USA jetzt natürlich viel, viel stärker. Aber bei dieser Summe, die ich durch einen ETF investiere oder in die ETFs investiert hatte, ist es kein großer Unterschied. Also ob wir da jetzt bei dieser Größenordnung, wenn wir jetzt reden würden über 1000, 2000, 3000 Euro, dann wäre alles natürlich ein ganz anderes Thema. Aber bei 200 Euro ist das, hat das keine große Auswirkung auf die Rendite. Das ist, bei 200 Euro ist das jetzt nicht die Welt, sagen wir mal so. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, das etwas weniger zu machen, also nur auf einen ETF mich zu konzentrieren, anstatt auf sechs. Einfach auch später für die Rebalancing, also dass man später auch die ganzen, also man muss ja immer schauen, wie man das Ganze dann rebalanced und sowas. Und deswegen einfach um das, ja, der Aufwand soll einfach ein bisschen weniger werden. So, und zudem ist auch noch ein anderer Punkt, was ich mir hier in einem Beitrag notiert habe, ist, dass auch keiner weiß, also ob jetzt die ETFs mit den 6, was ich die 6 ETFs ausgesucht habe, ob die wirklich besser performen in der Zukunft. Das kann ja keiner vorhersagen. So, und zudem habe ich hier noch, ich wollte mal eben mal schauen, wo ich das notiert habe. Und zwar hier, das ist sehr interessant. So, und bei Emerging Markets habe ich hier mit 25%. Und man sagt ja immer so 70, 30, teilweise sagen ja auch einige 60, 40 zurzeit. Aber die Frage ist, warum? Warum sollte ich 70, 30 machen? In der Vergangenheit ja, wenn man jetzt natürlich es anschaut, also hier ist der Vergleich, habe ich mal reingenommen hier, der letzten 20, 10 und 5 Jahre. So, man sieht, der Emerging Markets von 98 bis 2018, das sind jetzt 20 Jahre, da sieht man, dass er 8% Rendite gemacht hat. Top, super, perfekt, also besser geht's nicht. Aber dann, 2008 bis 2018, hat er nur eine 2,7%ige Rendite gehabt. Wenn man den 2008 gekauft hat und den 10 Jahre gehalten hat, also in den letzten 10 Jahren hat er nur 2,7% Rendite gemacht. So, die letzten 5 Jahre aber wiederum hat er 15% im Jahr gemacht. So, wenn man sich jetzt auf Jahr rechnet, die letzten 10 Jahre 0,27%. In den letzten 5 Jahren 3,14%. So, das heißt also, wenn ich jetzt Portfolio 2008 gemacht hätte mit den ETF 25% oder 30, also 70, 30, so wie es halt auch beim Komma steht, oder auch viele andere es sagen, teilweise auch 60, 40 manchmal, dann würde ich eine extrem schlechte Rendite haben zurzeit. Weil 40% oder 30% mit Emerging Markets bei nur 0,27% Rendite, dann könnte das Geld ja auch quasi auf dem Sparbuch liegen können. Das wäre fast das Gleiche. So, deswegen kann es keiner vorhersagen, wie es in der Zukunft ist, ob der Emerging Markets wirklich so wichtig ist oder ob das einfach nur in der Vergangenheit sehr stark einfach schon performt hat und jetzt einfach mitläuft. Das weiß keiner. So, und da habe ich noch einen Vergleich, den MSCI World, einfach den reinen World genommen, also den Index von der ganzen Welt, auch verglichen. Hier sieht man natürlich, die letzten 20 Jahre war der Emerging Markets besser. So, die letzten 10 Jahre war um einiges die Welt, also der MSCI World besser, also der Index. Und die letzten 5 Jahre war er auch besser. So, das heißt natürlich nicht in der Vergangenheit, also in der Zukunft, ob das wirklich besser sein wird. Aber ich habe einfach entschieden, weil ich einfach nicht weiß, was in der Zukunft passiert. So. Und so muss man auch sagen, die letzten 20 Jahre oder die 20 Jahre vor 2008, da war ja China besonders stark. Und deswegen hat der auch der Emerging Market einfach so stark performt. So, wie geht das Ganze weiter? Also ich habe einfach überlegt, da ich einfach mit einem Mix 70-30 oder vorher hatte ich ja quasi 80-75-25 gehabt, habe ich einfach reduziert auf 10% Emerging Markets, wie man es jetzt im, ich scroll mal hoch, hier vorne sehen kann. Genau, hier, das war das Graue, so. Und damit ist es in Ordnung. Also im Endeffekt kann ich nicht wissen, ob der Emerging Markets dann wieder ja, das Treibpferd ist oder nicht. Das kann man nie wissen. So.
Hier kann man sich nochmal anschauen, wie die Länder verteilt sind in diesem ETF. Ich bin damit einigermaßen zufrieden. Ich würde natürlich China etwas höher gewichten, aber das ist in Ordnung. Also ich kann damit leben. Und somit habe ich einen einzigen ETF, der ist ausschüttend in diesem Fall. Hat auch jetzt keine sehr große ja, Gebühr. Ich meine, die wäre bei 0,3%, meine ich, wäre die. Aber da könnt ihr ja selber euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Ich habe hier auch einen Link, könnt ihr einfach direkt zu Vanguard einfach hin und euch das Ganze anschauen. So. Was ich noch zeigen wollte ist. Genau, dann habe ich noch eine kleine Änderung. Ich habe dann noch im das Ganze editiert und nochmal überlegt und nehme dazu, wenn ihr jetzt hier schon sehen könnt, den World und Berkshire Hathaway. Ja, das ist kein ETF. Das ist kein ETF. Aber Berkshire Hathaway, jeder kennt Warren Buffett. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich nehme den ETF und gewichte ihn mit. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe ihn mit 70, 70, 30 werde ich ihn gewichten. Also 70% will ich den World besparen, ETF, und mit 30% den Berkshire Hathaway. Das wären dann knapp, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das 80 Euro, die auf Berkshire Hathaway gehen. Und der Rest wird dann auf den ETF von der Welt. So, Berkshire Hathaway ist eine Holding, Gesellschaft aus der USA. Und ich denke mal, jeder kennt Warren Buffett. Falls nicht, dann könnt ihr auch mal googeln danach, Berkshire Hathaway, könnt ihr mal anschauen. Ich habe hier eine kleine Beschreibung dazu gemacht. Und zwar sind da 80 bis 90 Firmen, das sind irgendwie so ein Dreh, sind das quasi fast Tochterfirmen. Und dazu hat er auch noch 20 Beteiligungen, zum Beispiel an Coca-Cola und mehrere Versicherungsgesellschaften. So, und wenn man die zusammenzählt, sind das über 100 Unternehmen sind das. Also man kann schon sagen, es ist fast wie ein ETF. Also das sind wirklich 100 Unternehmen drin, die solide sind. Und wenn man dazu noch nimmt, hat Berkshire Hathaway in den letzten Jahren 20% Rendite pro Jahr gemacht. 20% Rendite. Das ist außergewöhnlich. Und da es keine Einzelfirma ist, also das ist zwar eine Holding mit Unternehmen, da sind circa, wenn man überlegt, das sind über 100 Unternehmen drin. Das ist wie der Nasdaq quasi. Der Nasdaq hat ja auch 100 Unternehmen drin. Also quasi von der Anzahl ist das nicht einfach eine Firma, wo ich einfach investiere, sondern ich investiere quasi in diese Holding und die hat einfach diese Beteiligung und auch Tochterfirmen enthalten. Und die über 100 Stück, das ist einfach auch diese Anzahl. Man kann es quasi fast wie einen kleinen ETF auch betrachten. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, einfach um auch in der Zukunft zu profitieren. Und ich hoffe natürlich, dass er in Zukunft Warren Buffett oder natürlich sein Management mittlerweile, eher gesagt, weiterhin diese 20% Rendite erwirtschaftet. Oder zumindest 15% oder 12%. Das ist ja immer noch mehr als andere auch Fonds oder sowas machen. So, und das ist halt meine Auflistung. So, natürlich habe ich auch noch Dividenden. Aber das hat in diesem Video nichts zu tun. Da könnt ihr euch das andere Video anschauen. Da mache ich natürlich auch das jeden Monat ein Video mit den Dividenden Aktien. So, hat aber jetzt mit diesem Video nichts zu tun. Das sind jetzt nur der ETF-Portfolio. Und da wird jetzt der Börsenwert mit reingenommen. Man kann ihn auch, wenn du es kannst, noch trennen. Dann sagst du halt, den ETF-Portfolio wird mit nur von Vanguard und Berkshire Hathaway hier mit 80 Euro und dann die Einzelaktien auch nochmal. Das sind drei verschiedene Sachen. Ich betrachte das erstmal als zusammen, die beiden. Und ja, mache jetzt die 262,50 Euro, glaube ich, waren das hier drauf. So wie auch die letzten 6 Monate. Also es bleibt alles wie gehabt und dann. Schauen wir einfach weiter, wie es dann weitergeht. Also das ist die Änderung, die ab in April habe ich noch das alte Schema gehabt mit den 6 ETFs. Und also wird das erst ab Mai, also 7. Mai, bucht dann, die kommen direkt
das Geld ab im Sparplan. So, den kann ich euch einmal zeigen, falls er mich nicht schon ausgeworfen hat. Er hat mich schon rausgeworfen, natürlich. Ja, ist nicht schlimm. Dann schauen wir uns das Ganze hier einfach. Alles oben. Hier habe ich halt das Ganze mal geändert. Und wenn man den hier, wenn man da reingeht, habe ich dann halt den. So, jetzt folgendes. Ich mache mal kurz eine Pause. So, jetzt geht's weiter. Ich mache das mal wieder weg. So, und zwar habe ich mich jetzt eingeloggt. So, jetzt sehen wir wieder den alten Stand hier, was wir auch schon gesehen haben. Aber ich wollte euch halt den Sparplan zeigen. So, da habe ich den halt. Und wenn ich den jetzt mal hier auf schaue, dann könnt ihr das auch hier schön sehen, was ich auch gesagt habe. Die 30% genau und 70% geht auf den World. So, das ist der neue Sparplan. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Da zeige ich euch den aktuellen Stand, was wir eigentlich auch, was das Thema des Videos auch eigentlich ist. So, wir sehen. Also Folgendes haben wir vorhin auch schon gesehen am Anfang. Das ist der Stand, wenn man jetzt schön am Display jetzt sehen kann. So. Ja, was hat sich getan? Wir können hier den alten Bestand nochmal anschauen. Das war im März. Da sehen wir den März. So, lagen wir bei 3%. Diesen Monat liegen wir bei 1,5%, was natürlich wieder der Schwankungen auf dem Aktienmarkt zugrunde gelegt werden kann. Was aber natürlich jetzt nicht tragisch ist. Dadurch konnten wir natürlich auch wieder mehr Stückzahlen, also hier vorne, Nachkommastellen wieder erwerben, weil es natürlich günstiger war. Ja, und ansonsten kann man dazu jetzt nicht viel sagen. Also das läuft weiter und das bleibt natürlich, dieses Portfolio bleibt natürlich bestehen. Die anderen zwei Sachen kommen einfach noch hinzu und dann schauen wir einfach weiter, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn man auch dann Lust hat, kann man sich dann einfach in einem halben Jahr das Ganze mal vergleichen, wie sich diese sechs ETFs und wie sich mein neues ETF-Portfolio, also mit den Welt und sagen wir mal, den Bestellerweg entwickelt hat. Ob es sich wirklich dann gelohnt hat zu wechseln, einfach ja, weil ich einfach in der Zukunft nicht weiß, ob der Emerging Markets wirklich so stark wird und einfach auch von der, ja, vom Aufwand her. Einfach wenn du einen einzigen hast, für diesen Preis ist es in Ordnung, reicht. Also da braucht man keine sechs, wie ich hier am Anfang gemacht habe. Aber jeder kann es machen, wie er möchte. Ich bin ja hier kein Anlageberater. Das ist ja einfach alles nur ein bisschen Spaß und das ist meine Sache hier so. Aber ich teile das mit euch. Ja, das denke ich mal, das war's. Und die Tage kommt dann auch noch das andere Video mit den Dividenden, wo ich natürlich jeden Monat Dividende erhalten möchte. Das mache ich ja seit ein, zwei Monaten. Sobald alle Unternehmen, die Dividende ausgezahlt haben, die in diesem Monat auszahlen wollten, werde ich das Video machen. Da fehlen, glaube ich, noch zwei Unternehmen, die noch auszahlen müssen. Sobald die ausgezahlt haben, kommt das Video on. Und dann können wir da schauen, wie sich das Ganze dort entwickelt. Aber jetzt zum ETF-Sparplan bin ich hier soweit fertig. Und wir schauen einfach nächsten Monat mit den neuen. Ja, genau, mit dem neuen ETF dann, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Dann war es das erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Also, falls euch das Video mal gefallen hat, Daumen hoch. Falls nicht, Daumen runter. Kein Problem. Falls ihr Anregungen habt, auch einfach in den Kommentaren. Ich antworte direkt. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.